Oh, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's, euer Frederik vom Harry-Kanal. Ich begrüße euch heute zu der vierten Folge von Der Herr der Ringe Online. Wir sind mit dem Hobbit wieder im Auenland unterwegs. Und wir haben einige Abenteuer erleben. Ich esse dabei mal kurz noch ein bisschen vom Brot noch, weil ich mir gerade gemacht habe. Aber trotzdem fangen wir schon mal hier an. Ja, beim letzten Mal haben wir angefangen, den Postschnelldienst wieder aufleben zu lassen. Jetzt machen wir weiter. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Okay, warte mal. Nach Stock. So, fertig gegessen. Wie ihr seht, hier auf der Liste, da ist noch eine jede Menge, was vor mir liegt, wo Routen, die ich laufen muss. Und ich zeige euch schon mal die Brücke, die ich überqueren werde, wenn ich nach Breland. Das ist die hier. Ist auch noch ein Überbleibsel aus der Zeit des Königreichs Arnor. Die wird auch ständig Instanz gehalten, also repariert. Denn die Hobbits hier im Auenländer, die Hobbits, die haben eine regelrecht gute freundschaftliche Beziehung zu den Breeländern und auch zu dem Brandybox hier am Brandy an der Breeland im Bockland. Und den wollen die auch nicht verderben lassen, den Kontakt. Die haben auch da irgendwo schon abwegs hier auch noch eine Bootsbrücke gebaut. So eine Fähre, besser gesagt, nicht eine Bootsbrücke. Fähre ist richtig gesagt. Und ja, darüber werde ich hingehen. Was das für ein Turm ist, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. So, Kleinbau, Briefträger, Kleinbau. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? So, wo muss ich jetzt hin? Bikefoot, okay. Schwimmen, soweit ich mich erinnere, sollte ich nicht. Da hochspringen. Gut. Würde sowieso schief gehen. Deswegen, ich mache jetzt keine großen Experimente mit Springen und so weiter. Ich laufe lieber. Ich glaube, da drüben kann ich drüber laufen. Weil das da nicht so tief ist. Ja, sieht gut danach aus. Ja, gut. Nein! Verdammt. Das ist... Verdammte Wölfe, ey. Jetzt muss ich euch dafür töten.
Also weiß ich das nächste Mal nicht links halten bei der Furt hier, sondern drüber auf der rechten Seite mehr links halten. Wobei ich kann es ja noch jetzt gleich gucken, wenn ich mit der verdammten Erntefliege jetzt hier endlich mal fertig bin, die hier einfach nicht sterben möchte. Okay, wie muss ich mich da halten? So, hier nicht. Ab dem Stein. Okay. So muss ich also laufen. Ich muss direkt hier am Stein. Muss man auch erstmal herausfinden. Ich finde irgendwie diese Kampfsounds. Irgendwie witzig. Erinnert mich ein bisschen an einen Kung-Fu-Film. Bitte wartet eine Minute. Oh, ich hab noch. So, jetzt muss ich laufen. Ah, verdammte Axt. Ja, das ist irgendwie schwer. Wobei, ich gucke mal, ob ich da überhaupt rüberspringen kann. Oder... Oh, jetzt bin ich sogar... Kann ich auch einfach hier lang? Nein. Bei diesem... Hier Ruinen, Überreste. Guck ich mal, ob ich irgendwie darüber springen kann. Ja, doch, also kann hier entlang. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So muss ich mich nicht ständig hier da mit der Furz dort rumärgern, sondern kann rüberspringen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ah, jetzt haben wir das drüben. Ah, super.
Lief doch jetzt endlich mal. Ja, manchmal muss man einfach auch unnatürliche Wege nehmen. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Wie viel muss ich denn noch? Von hier nach Scharen. Also zum Steinbruch. Ich laufe mal lieber über die Straße, nicht dass mich ein Gegner angreift, weil ich glaube, dann lässt man auch die Tasche fallen, weil er automatisch da zur Waffe greift. Und das wäre dann wieder blöd. Müssen wir erstmal den Gegner verprügeln. Oha, da ist schon mal ein neugieriger Hobbit. Weiß ich noch hier lieber aus. Jetzt muss ich nur noch den Briefträger finden. Ich glaube, der steht da. Nein, doch nicht. Ist er da? Ja, da ist er. Aber jetzt lassen wir es erstmal mit dem Briefträger. Aber guck mal, das ist... Oh. Zwar ist die Route jetzt um einiges kleiner geworden, alles, aber boah. Mein Freund Milo hat die Nase voll von dieser Lobelia Sackheim-Berlin. Nicht nur du. Nicht nur er, nicht nur du. Wir alle haben die Nase voll von ihr. Okay. Bitte wartet eine Minute. Meine Tante Punela ist eine sehr achtbare Dame, wie man sie kaum ein zweites Mal treffen kann. Aber ich habe Angst, dass sie vielleicht ein wenig unvorsichtig war und nun in schrecklicher Gefahr schwebt. Sie hat sich von diesen Steuerfrauenzimmer bereden lassen und bevor ihr auch nur Bilvis im Auenland sagen konntet, war sie fort und sich diese Kreaturen selbst anzuschauen. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, falls meine liebe Tante tatsächlich auf Bilvis stößt. Okay. Ich muss einen Regenschirm von ihr finden. Und ich muss Bilvis wahrscheinlich töten. Wird doch ein Klacks sein. Mach mir doch mit links. Die Gegner hier auch meine Kragenweite sind. Oha, so ein Bärenschlag auf den Kopf tut schon weh. Was das hier für ein Feld ist, keine Ahnung. Ob hier irgendwas stattfindet, irgendwann mal bei so einem Fest, das weiß ich nicht. Nein. Yep. Hier sind jetzt die Bären die große Gefahr. Aber wie wir sehen, Hobbits legen sich auch gerne mit Bären an, die ein Hobbit
ich glaube, das 5- oder 6-fache überragen. Ja, dreimal. Wenn er sich jetzt noch einmal aufstellen würde, wissen wir es genau. Ich würde aber sagen, um das 3-fache. Tat verliehen, Vergeltungsschlag, schließt Vergeltung ab. Okay, jetzt habe ich sogar normales Feld. Das schicke ich meiner Jägerin auch am liebsten. Daraus kann sie nämlich auch mal was Schönes für uns machen. Bessere Lederrüstung oder besseres Leder zumindest. So, das Silber, das bauen wir nicht ab, weil aus Silber können wir zwar für die Schürfkünste, um das zu verbessern, um zu erhöhen, aber daraus können wir nichts gewinnen, keine Rüstung, keine Waffen. Wo muss ich jetzt denn hier entlang eigentlich? Da oder muss ich da lang? Ich geh mal hier lang. Falscher Weg. Da würde ich in eine Region geraten, die viel stärker ist, als ich es jetzt zum Beispiel aufnehmen könnte. Komm, hör auf, rumgekrüppelt zu laufen. Wo muss ich jetzt hier aber entlang? Hier sind nämlich auch die Babys. Hier als Gramfuß. Gramfuß ist wahrscheinlich so ein Clan. Ach, jetzt hat er mich festgenagelt. Ja, bei so Babys mit Speeren, diese Speerwerfer, die können einem festnageln für eine gewisse Zeit. Ne? Da kann man sich höchstens nur so hin und her so zur Seite bewegen und schwenken, aber mehr auch nicht nach vorne und nicht nach hinten laufen. Muss mal vorsichtig sein, aber wir wissen jetzt nicht die super starken Orks.
Rasse, die sind immer die schwächste. Die sind nur in großer Masse gefährlich. Oh, ich habe ein Rezept für Rüstungsschmied, schwere bronzene Stiefel. Das ist doch schon mal etwas besser, als ich es jetzt produzieren kann. So, ich muss jetzt hier entlang laufen. Es geht nach da hinten noch irgendwo weiter. Da irgendwo ist dann der Regenschirm. Und noch ein Rezept. Das hier ist auch ein Rezept, aber einmal für den Goldschmied werde ich verkaufen. Okay, jetzt kann ich das halt nichts mehr auswählen von den Sachen, die fallen gelassen wurden, aber läuft ja erst in einer Stunde ab. Wie die da am Rumpeln sind. Erinnert mich irgendwie an einen alten Freund aus der Grundschule, kenne ich ihn sogar. Ich soll ihn sogar aus dem Kindergartenzeit her kennen. Daran kann ich mich aber jetzt nicht erinnern, dass ich ihn da gesehen habe. Aber gut, als im Kindergarten war man noch kleiner, ne? Da. Aber jedenfalls, der hat auch manchmal so und so weiter gemacht. Da muss ich manchmal, wenn ich sowas, so ein Bilwitz da höre, wieder am Rumgrün ist, muss ich an ihn irgendwie denken.
Ja, hier sind viele. Hier sind massenhaft viele. Der Bilvis. Also, wie viele habe ich schon getötet? Also, hier von leicht. Sag schon, ich bin knapp schon bei der Hälfte. Vor allem, ich muss da auch wieder raus. Das ist das, ne? Ich muss den ganzen Weg wieder eigentlich zurücklaufen. Ich muss jetzt aber mal auf meine Moralanzeige achten. Mal sehen, etwas machen. Hier sind ja noch mehr. Leck mich doch am Arsch. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber es hat ja auch was Gutes. Ich level dadurch viel schneller auf. Ich krieg die Aufgabe Bilvis bezwingen viel schneller fertig. Und auch, Fähigkeiten einsetzen ist dadurch auch viel schneller abgeschlossen. Also, ist zwar jetzt nervig, aber hat mehr Vorteile als Nachteil. Gut, Nachteil könnte wirklich sein, wenn ich jetzt zu heftig dran bin. Also, ne, ohne Pause und ohne Rücksicht, was ich ja schon eigentlich fast tue, auf die losgehe, dann, oh, Bunnenrasslers Weide. Ja, hier ist nämlich Evenden, ne? Ab hier sind wir jetzt in einer anderen Region. Aber wir müssen ja noch den Regenschirm finden. Der ist da. Also neben dem Grabenfuß da. Thank you.
bin ich wieder festgesteckt. Wieder frei, das ist gut. Du kannst mir nicht entkommen. Ich hab dich. So, wie nur noch 5 der Babys muss ich töten, ne? Dann habe ich die mit einfache Stufe erreicht. Gut, der hat mich festgenagelt, deswegen. Laufen die dann, wenn ich festgenagelt bin, laufen die dann weg, weil die ja dann nicht mehr in den Nahkampf müssen, ne? Und werfen die mich dann teilweise ab. Manchmal sind die auch blöd und laufen dann wieder zurück, um in den Nahkampf zu kommen. Wie ihr seht, das bringt denen eigentlich rein gar nichts. So, abgeschlossen. Jedenfalls die Leichte. Und jetzt muss ich auf Mittelschwert. Da muss ich 60 von diesen Blödmännern töten, ey. Und leider ist das hier auch so, es wird nicht ab 30 weiter fortgesetzt, bitte zählen. Leider. Ne, ich habe ja jetzt schon 30, könnte man sagen, ah komm, jetzt musst du auch nur noch 30 machen, dann hast du das. Nee, es wird nochmal neu von 0 auf angezählt. Kommt schon! Hab ich den? Ja, hab ich. So, jetzt Aufgabe, Ziel, Reise nach Bre. Lehne ich erstmal ab. Erstmal lehne ich das ab. Ich habe jetzt hier einen weiteren Punkt, den gebe ich jetzt mal in der Defensive wieder. Mehr Wahrscheinlichkeit ist auf Blocken. Zwar jetzt erst um 3%, aber 3% sind besser als nichts. Oh, direkt mal 2 angenagelt. Hör auf so zu lachen, du Blödmann. Du bist jetzt auch tot. Dann kann ich lachen. Siehst du, ich lache besser als du.
viele noch? Da. Ernteflieger, Räuber, Spinnen, Wölf. Ach ja, stimmt, Wölfe muss ich ja auch noch. Habe ich erstmal Fokus auf die Mist. Auf die Tiere. Graffuß, Sabot. Nein. Lauf. Der ist noch zu stark. Der ist deutlich zu stark für mich. Fuck, lauf. Ah. Verdammt, da habe ich mich jetzt sowas von überschätzt. Ah, ich werde jetzt von zwei. Es wird eine Schlange. Okay, Anna hat schon abgelassen. Ich lauf jetzt einfach. Ich hab keinen Bock. Ich lauf jetzt einfach durch. Ist mir scheiße drin, Kai. Ihr verdammten Pisser. Verfeinerung der Wölfe, ja, das ist wiederum eine Rasse. Manche Rassen sind mit irgendwelchen Spezien oder Kreaturen des Bösen innig verfeindet. Die Hobbits sind es mit den Wölfen, die Zwerge sind es mit den Grimhandzwerge und die Menschen sind es mit den Wagen und Orks. Die Elben, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Auch Silber, ne. Was haben wir da? Hügelgräbereisen. Erstmal die Sachen verkaufen. Die überflüssig sind. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Probieren lassen natürlich auch. Verkaufen. Oh, ein Helm. Ne, den behalte ich nicht. Der ist schlechter als meiner. Rezept. Ah, schwere gepolsterte Rüstung. Das ist doch auch schon mal was Schönes. Und schwere Stoffschulterschützer. Auch was Schönes. Verkaufen. Beibehalten. Und jetzt Mission abschließen. Was benötigt ihr? Jedenfalls diesen Teil Fusco Boffin. Wo ist der? Fusco Boffin. Hey, wo ist Fusco Boffin? Ah, da ist er doch. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Wählen, ich nehme mal den Schweinebraten. So, da ist wieder eins der Geschenke, die der Mothorn
Gesellschaft. Ein Ruf zu ihr. Verbessert. So sieht bis jetzt mein Ruf aus. Also hat sich schon ganz schön deutlich verbessert. Jetzt noch etwas. Also ist jetzt Hälfte, Hälfte ungefähr. Gewährt. Okay. Tat verliehen. Das Leben eines Grinzers. Mittelschwer. Ah, habe ich jetzt komplett abgeschlossen. Wow. Nice. Yep. So, wie viele muss ich jetzt? Das Leben eines Grinzers muss ich. Ah, doch, die 15 bleiben da. Wolfsbezwinger. Ilvis-Bezwinger. Ne, da bleiben die nicht. Seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Ach ja, stimmt. Es gibt ja jetzt auch die Tugendeigenschaften. Rasseneigenschaften habe ich noch nicht. Aber Tugendeigenschaften hier. Die geben mir nämlich auch Vorteile. Muss ich jetzt auch gucken. Toleranz, taktische Chance, Moralgeneration, Beweglichkeit, Vitalität, Kraft, taktische Schadensreduzierung, physische Schadensreduzierung, Kraftregeneration außerhalb des Kampfes, Schadensreduzierung. Ich nehme mal hier einmal die Toleranz. Schluck auf. Und die Treue. So. Ess auch mal etwas von diesen Schweinebraten. Boah. Das sieht jetzt schon so lecker aus. Mal sehen, wie viele Punkte haben wir jetzt? Wir haben was. 460. Oh, es geht immer. Da, Priska Unterberg. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Vernichtet Fledermäuse. Ach, sowas mache ich doch gerne. Da gibt's nämlich ein unruhiger Schlafplatz. Sie wurde von Fledermäusen geweckt und geärgert. Und jetzt soll ich die vernichten. Ist doch ein Kinderspiel. 8 Stück. Schau ich doch. Oh, da ist schon mal eine Spinne. Die Verfeindung der Spinnen. Dafür kriege ich nämlich dann diese Rasseneigenschaften bei Verfeindungen. Wenn ich die abgeschlossen habe, kriegt man Rasseneigenschaften. Stein aufheben. Ah, damit kann ich, dann kann ich Steine werfen. Nice. Ja, aber wenn Hobbits mit Steine werfen, sollte man aufpassen. Ja, nein. Ach, komm schon, wo sind jetzt die Fledermäuse? Die Fledermäuse sind in diesem Gebiet. Also nicht im kleinen Gebiet, sondern in einem großen Gebiet. Da muss ich jetzt mal suchen. Fledermäuse. Ich glaube, ich muss mal Batman Bescheid sagen. Er soll seine Fledermäuse mal hier. Ah, da haben wir schon mal eine. Erste. Noch eine Spinne.
seid ihr! Wuhu! Ach komm schon, Fledermäuse. Seid nicht so bescheiden. Wo seid ihr? Ich muss mich echt mal bei Batman beschweren. Dass das so nicht geht. Dass die Fledermäuse schön geordnet an einem Platz auf mich warten. Und sich abschlagen. So muss das laufen. So, wir sind jetzt hier in einer dieser Waldgebiete. Ja, haben wir ja schon längst bemerkt, dass wir im Waldgebiet sind, wo auch viele Gegner rumlaufen. Hier ist es sehr, wenn wir mehr nach Oberbühl hier hinlaufen, sind dort mehr Spinnen vorhanden. Aber ich muss mich ja erstmal für die Fledermäuse hier aufhalten. Ach, da ist wieder eine. Hier gibt es alles, nur keine Fledermäuse, ey. Das ist traurig. Schaue mich mal jetzt mal hier bei Brückengau hier, dieses Feld mal um. Da müssten doch auch irgendwo Fledermäuse sein. Und etwas mehr südlich auch vor allem. Ach, da ist eine. Hier sieht man jetzt ganz schlecht, weil da die ganzen Schilder sind. Hier ist, da flattert eine. Ich weiß nicht, ob ihr das ganz flattert da etwas sehen könnt. Da ist jedenfalls eine. Freuen wir uns auch. Da flattert die. Da ist noch eine. Hier haben die, hat sich die große Masse wohl verschanzt. Okay, Batman, du kriegst deine Abrechnung später. Ah, die hat mich jetzt kurz außer Gefecht gesetzt. Manchmal passiert das. Dann ist man so bisschen benommen. Und ja, kann man sich erstmal nicht wehren. Manche Klassen haben dann Fähigkeiten, die das dann aufheben. Yeah.
So, alle 8 getötet, die ich töten musste. Ah, hier ist wieder Hügelgrabeisen. Da ist Silber, aber wie gesagt, das bauen wir gar nicht ab. So, Priska, bevor ich zu dir laufe, laufe ich erstmal etwas weiter zum Krämer, verkaufe wieder Sachen, lass mal wieder Sachen reparieren. So läuft das hier einfach. Ne, das müssten wir jetzt mittlerweile alle mal so richtig mitbekommen haben, dass das so hier bei mir läuft. Und hier auch generell im Spiel läuft. Hallo. Was benötigt ihr? So, beides kriege ich geschenkt. Mal sehen, ist die Hose besser? Nein, und ich habe wieder geschenktes Martom. Benötigt ihr etwas? Okay, ja, wir suchen jetzt erstmal nach Wölfen weiter. Wir wissen ja, wo die sind, ne? Brückengaumauer zum Beispiel. Die ist ja hier. Also kann man die auch ganz gut zu Fuß erreichen. Und da die restlichen 39 Wölfe bekämpfen. Hobbit-Musik hat richtig einen richtigen Groove, ne? So richtig. Zum Abdancen, wie die heutige Jugend da sowas, glaube ich, bezeichnet. Vielleicht ist dieses Wort auch schon fast ausgestorben. Oder gilt als uncool. Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich mich mehr nach links halten. Dachs droht anzugreifen. Du drohst, ich führe es aus. Oh!
komm schon, Wolf. Mehr auf Reichweite. Komm schon. Ach, an den komme ich vorbei. So. 36. Jetzt wird es langsam runtergezählt. War noch einer. Sehr schön. Muss nicht lange laufen. Noch einer. Geil, zwei Stück, meine ich damit. Okay, die kriegen wir auch gebacken, dann kommt wieder der Wag. Wollen wir mal sehen, ob der Wag mir auch... Der Wag geht hier nicht auf Wolfsbezwinger. Hätte mich auch gewundert. Wäre aber auch schön. Dann müsste ich einen Wolf weniger töten. Weiß nicht, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt noch 20 Minuten. Also.
ist ein Weg. Jetzt sind wir besser. Ah, kommt sogar drei. Da bin ich doch sehr erfreut. Das macht die Kampfstimmung schon mal besser. Dann ist es auch nicht zu unfair für die Gegner. Jetzt aber wieder auf mein Leben achten, ne? Auf meine Moral, die ist wieder ganz gut am sinken. Oder einiges gut. Wir haben ja jetzt ununterbrochen Wölfe bekämpft, ne? Da, selbstverständlich, dass das dann so ist. Jetzt fragt ihr euch, Frederik, du hast doch diese Eigenschaft Beschleuniger der Bezwingertaten angesprochen. Warum setzt du das nicht ein? Gute Frage. Nächste Frage, warum mache ich das wirklich nicht? Keine Ahnung, ist mir jetzt aber auch egal. Ich esse mal diese Regenerationsmahlzeit, was dieses Regenerieren außerhalb des Kampfes und innerhalb des Kampfes auf jeden Fall verbessert. Logfoods. Wir sollten das G und das F wechseln, dann heißt das Laufgut. Also fangt schon mal an zu laufen. Ich weiß nicht, ich sollte mich wieder schämen für so einen schlechten Witz. Jetzt setze ich dieses Buch ein. Und was setze ich noch ein? Schrift der Verteidigung. Verbesserte EP-Gutschrift. Ja. Da werden mir jetzt 6 Wölfe auf einmal angerechnet. 8 Wölfe. Leck das ein bisschen, okay. Noch ein Wolf. Ich muss mich mal neu positionieren, weil da... Oh, komm schon! Leck mich doch! Warum sind da jetzt auf einmal noch mehr gekommen, ey? Na, jetzt muss ich die Beine in die Hand nehmen. Verdammt, und ich bin langsam jetzt gerade im Laufen. Ich bin ein bisschen verkrüppelt. Fuck, 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 boah, das wäre blöd, wenn ich jetzt gestorben wäre. Okay, ich muss nur noch 2 Wölfe töten. 2 Wölfe nur noch, dann habe ich
zumindest die Zwingerfertigkeit abgeschlossen. Aufgabe meine ich. Die Verfeindungsaufgabe kommt dann auch noch. Ich glaube, ich weiß schon, wie diese Folge hier auf jeden Fall heißt. Bei der dritten Folge weiß ich jetzt noch nicht, aber bei der vierten Folge weiß ich es auf jeden Fall schon. Oh, ich muss ja doch noch mehr. Ich hatte irgendwie gerade gelesen 50 statt 60. Gut, macht es. Auch nicht schlimm, denn die Verdoppelungs-Bezwinger-Verdoppelungs-Eigenschaft-Bonus-Boost, das gilt für 30 Minuten, ist es aktiv. Ne? Da kann ich jetzt 30 Minuten lang, wenn ich jemanden da bei der Bezwinger-Fähigkeit-Aufgabe besiege, ne, habe ich ja schon erklärt, dann wird das alles doppelt. Ne, jetzt müsste ich nur noch 5 Wölfe töten. Jetzt sind es nämlich nur noch einer. Auf jeden Fall. Das ist diese arme Sau dort. Danach laufe ich erstmal zu der nächsten Stelle, nach Stock. Schreibe wieder einen Brief. Meinen anderen Charakter einen Brief schreiben. Die ganz weiteren Fälle. Da wird sie wieder einiges an Arbeiten haben, aber das macht sie gerne. Gut, dass ich da noch mal weggelaufen bin, ey. Boah, das wäre jetzt richtig schlimm. Mal sehen. Nee. Jetzt erstmal zur nächsten Post laufen. Aber, ich gucke auch noch mal kurz was. Ja, die der Verfeindung der Wölfe zählt auch hier als doppelt. Dieser Boost geht auch fort für diese Verfeindung, nicht nur für das Bezwingen. Das ist klasse. Aber jetzt muss ich, bleibt stehen, verdammte Scheiße. Das habe ich jetzt als Rasseneigenschaft. Steine werfen, die muss ich erstmal freischalten, also hier reintun, dann kann ich Steine werfen. Ist auch was. Ich weiß nicht, wie viel Schaden so ein Steinwurf vom Hobbit macht. Wäre interessant, wenn das richtig viel wäre. Jetzt kann ich das, ne? Seht ihr? Steine werfen. Muss ich mal schmaler machen hier. So, Steine werfen, wie viel Schaden? 3 Sekunden lang Benommenheit, Schaden 8 allgemein, ne?
100%ige Wahrscheinlichkeit, bei Schaden nach einer Sekunde Angriff zu unterbrechen. Also ich kann da jemanden eine Unterbrechung gewähren. Das ist auch geil. Ist vom Vorteil auch. So, da ist der Briefkasten. Und wieder das Schreiben. Danach mal kurz mal wieder weg. Für ein paar Sekunden, für ein paar Minuten mal eine kurze Pause. Viel Spaß. Noch mal senden. Und jetzt mal kurze Päuschen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben noch 16 Minuten so ungefähr zur Verfügung. Machen wir mal was raus. Ach ja, hier. Hier war das, was ich mit dem besten holländischen Bier gemeint habe. Hier, Gasthaus zum Goldenen Barsch. Ja, ist ja Stock. Das weiß man, indem man mal die Herr der Ringe Bücher liest und nicht nur die Filme sich schaut. Okay, warte mal, Gast. Ist mir eine Ehre, euch zu Diensten sein zu dürfen. Boah. Da sieht man, die Wölfe haben da wirklich einiges an meiner Rüstung und Ausrüstung abverlangt. Gasthaus, der hat da eine Aufgabe. Die mache ich. Gasthaus zum Goldenen Barsch. Hier, da dürfte ich kurz mit euch sprechen. Findet die Hefe. Okay, Hefe, Hefe, Hefe. Wo ist denn die Hefe? Mal sehen. Ach, da muss ich. Oh, das ist auch eine Ecke, wo ich selten bin. Nicht, weil es da unangenehm ist, sondern weil mich es dort nicht so oft verschlägt. Werde mich jetzt auch von nichts anderem ablenken lassen. Diese Aufgabe machen wir heute auf jeden Fall noch. Und schicken noch diese 7 Fälle zu meiner Jägerin. Ich überquere mal hier den Fluss. Ich weiß nicht, was für ein Fluss das ist. Steht hier leider nicht. Ist so ein Nebenarm vom Brandywein. Hochfestplatz. Ach, das ist da oben. Da muss ich irgendwie. Wie komme ich denn da hoch? Bauer Margotshof. Kann man auch größtenteils aus den Büchern. In den Filmen hat der ganz kurzen Auftritt. Da jagt er nämlich die Hobbits im ersten Teil durch sein Feld, weil Merry und Pippin ihm zuvor ein paar Sachen geklaut haben. In den Büchern hat er auch eine deutlich wichtigere Stellung und auch mehr, besonders am Ende des dritten Buches. Kommt er ziemlich häufig vor. Und ist dann auch eine sehr wichtige Person. Da komme ich wieder. Da. Ach, stimmt, da sind ja auch noch. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Da sind auch noch irgendwo Räuber hier in der Ecke. Ne, die sind nicht nur dort verschanzt, die sind auch hier ein bisschen, ne? Da sieht man Räuber. Komm mal her. Okay. Ah, jetzt nicht so gerade nice die Attacke.
Steine werfen. Also. Der muss sich da. Nahkampf. Ja, bei ihr hat's geklappt. Genommen. Abbruch einer eines Angriffes. Räuber muss ich nur noch so 14. Heißt 7. Räuber müsste ich nur noch besiegen. Dann habe ich die leichte Stufe schon mal fertig. Da sind gleich 3. 4. Du schießt auch noch. 'Hilfe ist dort weiter hinten. Kann ich hier irgendwie besser ausweichen? Ja, hier rüber. Enklive. Interessanter Name. Weil es so eng ist. Klive. Keine Ahnung. Hat's was mit Kreisklive zu tun, hier in Deutschland oder was? Jetzt vielleicht dort besser den Markstein, wenn es da einen gab, markieren sollen. Das nehme ich jetzt mal als Titel: Verbündeter der Grenzer. Da komme ich ohne Kampf nicht vorbei. Jetzt die Gott, da ist die alte Hefe. Oh, alte Hefe? Ich dachte jetzt, alte Hefe wäre vielleicht ein Schafsname, jetzt wo das so stand. Wäre vielleicht so ein Schaf, das so hieß, alte Hefe. Schon fies, dass meiner so schnell schießt, ne? Das tun die Jäger noch schneller als ich. So, mal sehen, kann ich irgendwie das Wasser so nutzen, dass ich da irgendwie. Nein, 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 nein! Ah! Oh!
Jetzt bin ich ziemlich tief gefallen und jetzt ist der Beinbruch für 18 Sekunden. Oh! Aber ey, ich bin jetzt auf der anderen Seite wieder. Juhu! So, was sagt die Zeit noch? Zeit sagt noch, du hast Zeit. Die Zeit sagt noch, die Zeit ist 6 Minuten. Zeit. Du bist mir ein Mysterium, was der Mensch sich selbst an den Hals gebunden hat. Ist so. Wir haben zwar Zeitgefühl und so weiter, aber Uhr und so weiter, das geht auf unsere Kappe und damit haben wir uns selbst verrückt gemacht. Meiner Meinung nach. Das ist meine Ansicht. Meine Erfahrung. Gäbe es sowas wie Uhren nicht, ja. Wüssten wir nicht punktgenau, wie viel Uhr etwas geliefert werden muss. Aber wir würden uns damit auch nicht verrückt machen, ne? Kann man so sehen, kann man so sehen. Da ist nur ein Ziergegenstand. Ich muss mich mal wieder rasieren. Mettmaschine. Da ist jetzt gerade wirklich jemand Mettmaschine hier. Und Mettmaschine. Geiler Name. Ah komm, die beiden Adern, Kupfer baue ich ab. Denn obwohl ich ja auf der Schürfähigkeit schon komplett fertig bin, bin ich ja noch nicht bei der Schmiedefertigkeit hoch genug. Also fertig, komplett damit. Deswegen baue ich weiter Kupfer ab. So simpel ist das. So, ich schicke jetzt schnell noch einen Brief raus. Betrunkener. Kann man sogar ansprechen, geil. Mal sehen, was er da sagt. Bestellen. Betreff. Ach, das war einfach nur senden, nichts schreiben. Das schreiben würde jetzt etwas Zeit klar. Mal sehen, was sagt der Betrunkene. Muss nicht aufstehen. Muss nicht aufstehen. Die Weisheit eines Besoffenen. Guten Tag. Dies alt sieht aber noch frisch aus. Das ist eine tolle Hefe. So, jetzt habe ich auch etwas, was ich gerne beibehalte, nämlich diesen Kelch. Das Geschenk erstmal schon verbrochen. Dieser Kelch. Das Beste im Ostviertel, oder jedenfalls war es das mal. So, was habe ich für einen Zustand? Ihr habt eure Sinne benebelt, ne? Das ist jetzt... Darauf bereite ich euch jetzt schon mal vor. Wie ihr es jetzt seht, das ist kein Bug. Das haben die wirklich so eingebaut, dass wenn man besoffen ist, dass man was getrunken hat, dann ist man so drauf, dann ist es schwieriger. Weil dann wechselt auch die Kamera die Position ein bisschen und darauf möchtet ihr euch schon mal vorbereiten für das Fest, das nächste Fest, das hier ansteht, wo ich dann die Brauereimeisterschaften mitmache. Einen Moment. Ne? Und ihr hört sogar, wenn ich... Ja, meiner ist am Rumsingeln. Hey, 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 hey. Yeah.
Also ich werde echt mal in Zukunft gucken, dass ich nicht noch mehr Bier irgendwo finde. Das ist wirklich zu geil hier im Spiel, so einen besoffenen Hobbit rumzulaufen haben. Ich habe es auch mal mit dem Zwerg gemacht. Der hat mehr ausgehalten. Aber ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ey, warte mal, besoffen kämpfen. Der trifft trotzdem noch ziemlich zielsicher. Also, großen Respekt daran. Aber der nüchterne Zustand, ja, jetzt geht's wieder Richtung nüchtern, ne? Sieht man jetzt allmählich, dass die Aussehen hier im Spiel jetzt allmählich besser wird. Oder warte mal, für wie lange? Ah ne, wird doch noch für knapp 3 Minuten anhalten. Auch geil, mal zu besoffen. Wer kann ich mich sogar erinnern? Da bin ich besoffen geritten. Alter, das war eine Katastrophe. Aber ich war auch selber hier persönlich ein kleines bisschen, hab ein paar Bierchen getrunken. Und das war irgendwie ziemlich katastrophal. Der ist zwar nicht vom Pferd runtergefallen, ist nicht, aber war schon. Und da hat jetzt der Haar gekräht. Mach noch kurz den Kampf. Kleines bisschen laufen mal zu den Hof da, damit, wenn wir hier spawnen und ein Wolf hier oder irgendwas in der Nähe ist, was an Gegner ist, mich nicht gleich direkt angreift, sondern wir hier so. Ich bedanke mich auch hier für die 4. Folge. Für alle, die zugeschaut haben, danke recht herzlich, dass ihr mitschaut. Ich lade euch wirklich hier herzens ein, auch mal mitzumachen, indem ihr hier auch Herr der Ringe online spielt. Wie gesagt, bei der 3. Folge. Auf Steam gibt es das. Es ist kostenlos. Auch das Anmelden ist kostenlos. Es wird nur kostenpflichtig, wenn du hier Erweiterungen kaufen möchtest per Geld und nicht so wie ich dann hier das Geld, also die Punkte, Herr der Ringe Punkte, Online Punkte sammelst. Dann können da Kosten entstehen. Es werden Kosten stehen, aber sonst ist alles kostenlos. Wie gesagt, auf Steam. Den Servernamen, Gedwei hier, den werde ich nochmal unten in die Beschreibung reinschicken. Habe ich auch bei der Folge Nummer 3 gemacht. Und schreibt mir auch mal, falls ihr schon das Spiel spielt, schreibt mir in die Kommentare, was für Namen ihr habt. Seid ihr auch auf dem Server? Und ja, wie gesagt, wenn ihr wirklich Bock dazu habt, schreibt es mir auch an. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich hier nicht mehr alleine hier die Let's Plays hier Herr der Ringe online mache, sondern auch mal mit einem meiner Zuschauer. Also, Daumen nach oben, abonnieren, kommentieren und Glocke aktivieren, wie immer. Ne, alles kostenlos und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.